Hallo und herzlich willkommen im Hotel Silber. Das ist eine Außenstelle des Hauses der Geschichte Baden-Württemberg. Ich bin Emanuel Baumann und ich freue mich sehr, euch in etwa 20 bis 30 Minuten durch das Haus zu führen, unsere ersten Instagram-Live-Führung. Bevor ich das Haus etwas historisch einordne, will ich eine Geschichte erzählen, die uns mitten hineinführt ins Zentrum der nationalsozialistischen Herrschaft. 1936, Lina Haag. Eine junge Kommunistin, Mutter einer neunjährigen Tochter und verheiratet mit Alfred Haag, dem 33 jüngsten KPD-Abgeordneten im Württembergischen Landtag, jetzt aber 36 in KZ-Haft in Dachau. Lina Haag wird hier im Hotel Silber erpresst. Man wisse, sie habe immer noch Kontakte zu untergetauchten Kommunisten im Untergrund. Wenn sie mit der Polizei kooperiere, käme ihr Mann frei. Lina Haag weiß, wie sich sogenannte Schutzhaft anfühlt. 1933 war sie selbst fast ein Jahr lang inhaftiert. Nach ihrer Freilassung 1933 hatte sie buchstäblich alles daran gerückt, ihren Mann frei zu bekommen. Sie hatte die Zusage, mit ihm und der Tochter nach Argentinien auswandern zu können. Die Zusage stammte von keinem Geringeren als dem nationalsozialistischen Justizminister Jonathan Schmid, aber die Polizei machte dem einen Strich durch die Rechnung. Jetzt, 1936, steht sie vor einem Dilemma und sie lässt sich nicht als Spitzelin dingen. Kurz darauf wird sie verhaftet, kommt hier ins Hotel Silber und sie beschreibt in ihren Lebenserinnerungen, dass sie eine steile Wendeltreppe hinuntergestoßen wird zu den Verwahrzellen. Friedrich Muskau ist damals verantwortlich für die Kommunistenverfolgung. Er wird später aufsteigen zum Chef der Gestapo im Hotel Silber. Das Hotel Silber ist also ein historischer Ort, der Geschichten erzählen kann, wenn man danach sucht und danach fragt. Du kannst dir meinen Rundgang vorstellen wie eine zusammengehörige Erzählung mit vielen kleinen Slots. Die ganze Zeit über kannst du Fragen stellen, kommentieren und meine multitaskingfähige Kollegin Lea-Therese Berg hinter der Kamera wird mich dann immer wieder mit euren Fragen kommentieren, Kommentaren konfrontieren, am besten zwischen den Slots. Jetzt also zu diesem historischen Ort und ich will aufklären, weshalb er diesen vielleicht seltsam anmutenden Namen Hotel Silber trägt. Es war im 19. Jahrhundert tatsächlich ein Hotel, benannt nach dem Inhaber Heinrich Silber. Der Nachfolger von Heinrich Silber baut es dann zu dieser Größe auf. Wir befinden uns hier im ehemaligen Restaurant, 1897 auf diese Fläche errichtet und die Säulen zeigen an, wie repräsentativ das Restaurant und das Hotel gedacht war und es auch war. Im Ersten Weltkrieg insolvent gegangen, wird es dann vom Land gekauft, einige Jahre an die Oberpostdirektion vermietet und dann setzt die polizeiliche Nutzung an, 1928 bis Mitte der 1980er Jahre, also über 6 Jahrzehnte hinweg in drei verschiedenen politischen Systemen, wird es von der Polizei genutzt. 1928 vom Polizeipräsidium mit der politischen Polizei. Das ist die Sparte, die man heute Staatsschutz nennt, die wegen Hoch- und Landesverrat ermittelt. Dann 1933 die nationalsozialistische politische Polizei, die erst 1936 reichsweit Gestapo, geheime Staatspolizei heißt, und 1945 dann die kommunale Kriminalpolizei. Danach ist für einige Jahre das Innenministerium untergebracht und dann soll das Haus abgerissen werden, um Teil des neuen städtischen Dorotheenquartiers zu werden, das uns hier umgibt. Es gründet sich die Bürgerinitiative Lern- und Gedenkort Hotel Silber und dieser Bürgerinitiative ist es zu verdanken, dass das Haus nicht abgerissen wird. Gemeinsam haben Bürgerinitiative und Haus der Geschichte dann aus diesem Schauplatz des einzigen NS-Terrors einen lebendigen Ort der historisch-politischen Bildung gemacht mit einer Dauerausstellung und Veranstaltungsräumen. Wir gehen nun in den Flur, der als Prolog zur Dauerausstellung gedacht ist und wir sehen hier gleich am Beginn einige Beispiele von diesen kreativen Aktionen der Bürgerinitiative um das Jahr 2010. Und dieser Flur bettet diese Aktion zugleich ein in eine längere Entwicklung. Denn schon im Sommer 1945 setzt die Auseinandersetzung mit dem Ort und mit den Gestapo-Verbrechen ein. Ein Zitat von Hans Ballmann, einem einstigen Verfolgten, einem überlebenden Gestapo-Terrors, ist ganz eindrücklich und hat auch die Wahrnehmung dieses Ortes Hotel Silber lange geprägt, die Blutspritze an den Wänden im Keller. Das hat sich eingebrannt in das Gedächtnis. Das Gebäude wurde die ganze polizeiliche Nutzung hinweg Hotel Silber genannt, obwohl es ja seit langem kein Hotel mehr war. Wir gehen jetzt in den Keller, aber ich
muss keine Triggerwarnung aussprechen, keiner und keine muss sich fürchten, Blutspritzer an den Wänden zu sehen. Das Untergeschoss des Museums eignet sich besonders gut, um darüber nachzudenken, wie man angemessen mit historischen Orten umgeht. Ich will zunächst kurz zur Ereignisgeschichte der Verwahrzellen hier am Ort etwas sagen. 1928 eingerichtet, als das Polizeipräsidium das Haus bezieht und genutzt für Verhaftete zwischen den Verhören. Bis 1948, dann wird in dem Gebäudeteil jenseits des Treppenhauses, der im Zweiten Weltkrieg zerstört war und dann wieder neu aufgebaut wurde, dort wurden neue Haftzellen eingebaut, sodass man diese hier, auf dieser Strecke gab es drei, nicht mehr brauchte. In den 3 Jahren der Nachkriegsnutzung, 45 bis 48, hegten die Verantwortlichen durchaus Unbehagen. Sie kannten die Geschichte dieser Zellen. Kurz vor Eintreffen der Alliierten im April 1945 wurden 4 Menschen im Zellentrag ermordet. Aus einem Täterort, an dem nationalsozialistische Verbrechen geplant und organisiert wurden, wurde ein Tatort. 1948 zeugten dann aber keine Spuren mehr von diesen Zellen. Sie wurden geschleift, eingerissen und dieser Bereich hier im Untergeschoss des damaligen Gebäudes wurde komplett neu eingerichtet, nämlich als Kantine der Kriminalpolizei, die ja im Sommer 1945 hier einzog. In der Phase, in der das Museum konzipiert und errichtet wurde, stand man also vor der schweren Frage, wie mit einem Element eines Täterortes umgehen, das gar nicht mehr sichtbar ist. Die Lösung war Spurensuche. Wir haben gerade schon gesehen auf die raue, unverputzte Wand, die man wieder sichtbar gemacht hat, hinter der Verschalung. Und man hat vor diese Originalwand eine neue Vorsatzwand eingebaut mit einem kleinen Guckloch, das diesen Blick rahmt. Und diese Wand markiert auch zugleich die Originaltiefe der Zellen. Sie tut aber nicht so, als hätten wir diese Zellen noch. Das finde ich sehr wichtig. Da gibt es jetzt eine Vielzahl von Argumenten, die man entfalten könnte. Ich will nur 3 herausgreifen. Erstens trauen wir unseren Gästen so viel Vorstellungskraft zu, dass sie anhand von Dokumenten der Ausstellung, Fotos, dinglichen Spuren sich die Geschichte selbst erschließen können. Und zweitens wollen wir niemand mit einem Horror-Disneyland überwältigen. Und drittens, das ist für mich der wichtigste Punkt, Glaubwürdigkeit. Wenn nationalsozialistische Verbrechen bagatellisiert oder angezweifelt werden, ist es wichtig, unsere Erzählung auf Überreste und Dokumente zu bauen und nicht auf anfechtbare Rekonstruktionen. Zurück zu Lina Haag. Sie wird also diese steile Wendeltreppe hier in das Untergeschoss gestoßen und sie wird umgetrieben von der einsamen Sorge um ihr ungewisses Schicksal und in ihren Lebenserinnerungen bedauert sie, dass sie keine Nachricht, keine Botschaft an der Wand hinterlassen kann. Das ist ein ganz wichtiges Zeichen von Selbstbehauptung, von Gefangenen, Nachrichten hinterlassen zu können. Wir nehmen nun die Spur von Lina Haag und vor allem auch von Friedrich Muskay auf und gehen dafür die Dauerausstellung ins erste Obergeschoss. Am Eingang zur Dauerausstellung zur Polizei und Verfolgung, die 1928 beginnt. Wir gehen aber gleich rein in den Raum zur Verfolgung der KPD, 1933 folgende.
Während der Machteroberung ging es der politischen Polizei darum, die Gegner des Nationalsozialisten auszuschalten. Kommunisten, Sozialdemokraten, Gewerkschafter, Kommunisten. Und die schärfste Waffe war die sogenannte Schutzhaft. Dabei war das tradierte Rechtssystem und auch die Elemente des Gerichtsverfahrens wie Anklage, Verteidigung, Richterspruch nicht außer Kraft gesetzt, aber sie überlagerten das tradierte Rechtssystem. Das war möglich, weil mit der Notverordnung, der Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat vom 28. Februar 1933 die Grundrechte aufgehoben worden sind. Lina Haag war Teil des KPD-Untergrunds und die politische Polizei konnte mit Hilfe von V-Leuten, von Spitzeln, ein Organigramm erstellen dieser illegalen KPD. Lina Haag wird dann vom Gericht verurteilt, vom Landgericht, und als die Strafzeit verbüßt war, kommt sie nicht in Freiheit, sondern die Gestapo nimmt sie in Haft, ohne neuerliches Urteil, ohne dass sie Rechtsmittel einlegen kann. Auf unbestimmte Zeit kommt sie ins Konzentrationslager. Das ist diese Überlagerung von Normenstaat und Maßnahmenstaat. Friedrich Muskay, der diesen Bereich der Kommunistenverfolgung verantwortete, kam schon 1917, also Schlussphase des Kaiserreichs, zur politischen Polizei und ist in der gesamten Weimarer Republik über zuständig für die Verfolgung von Kommunisten. Er baut ein Spitzelsystem auf, das er nach 1933 weiter nutzen kann. Und er steht für diese breite Kontinuität des Personals über die Zäsur von 1933 hinweg. Das heißt, die Nationalsozialisten mussten nicht das gesamte Personal austauschen. 1939 kommt Lina Haag frei. Es gelingt ihr, bis Heinrich Himmler vorzudringen, dem obersten SS- und Polizeichef, und ihren Mann Alfred Haag frei zu bekommen. Ich werde auf die Biografie später nochmal eingehen. 1939 markiert schon eine zweite Phase der Gestapo-Verfolgung, die Mitte der 30er Jahre schon einsetzt und die man mit diesem Raumzitat eigentlich ganz gut erfassen kann. Die Gestapo versteht sich als Hüterin der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft, also als Rassenpolizei. In den Fokus kommen nun viele neue, auch andere Gruppen, die man rassisch definiert. Homosexuelle, sogenannte Asoziale, sogenannte Arbeitsscheue, sind im Fokus, im Visier der Gestapo. Die dritte Phase, auf die ich jetzt ein bisschen ausführlicher eingehen möchte, beginnt mit dem Kriegsbeginn. Drei Themen: Gestapo im auswärtigen Einsatz, Verfolgung von Zwangsarbeitenden und Deportation der jüdischen Bevölkerung. Ich werde auf die beiden letztgenannten ein bisschen ausführlicher eingehen. Hier zum auswärtigen Einsatz nur ganz kurz. Aus der Gestapo und der Kripo und dem SD, dem Sicherheitsdienst, das ist der Aufklärungsdienst der SS, werden Einsatzgruppen gebildet, die zu Einsatzkommandos gebildet, zu Einsatzgruppen zusammengefasst werden und hinter der Wehrmacht herziehen und dort Massenverbrechen verüben, zum Beispiel im Baltikum massenhaft die dort lebenden Juden und Jüdinnen erschießen. Der Chef der Einsatzgruppe A war Walter Stahlecker, der für die Ermordung von über 200.000 Juden und Jüdinnen zuständig war. Und er war zuvor Leiter der politischen Polizei im Hotel Silber. Also diese Verbrechen sind eng mit diesem Gebäude verbunden. Der Kriegseintritt markiert auch die Phase, in der Friedrich Muskay seinen größten Karriereschritt machen kann. Er wird nämlich 41 Chef der Gestapo-Zentrale hier im Hotel Silber für Württemberg und Hohenzollern. Er ist damit auch unmittelbar verantwortlich für die Verbrechen an Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern und der jüdischen Bevölkerung. Wir schauen uns die beiden Themen nun etwas genauer an. Aufgrund des massiven Arbeitskräftemangels wurden über 20 Millionen Menschen zur Zwangsarbeit herangezogen, in den besetzten Gebieten oder im Deutschen Reich. In Württemberg waren es bei Kriegsende 250.000 Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. Für die Überwachung war die Gestapo zuständig.
Die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter waren nämlich in den Dörfern und Städten überall präsent und sichtbar. Es gab viele Berührungspunkte. Und die Gestapo hatte zu überwachen, zum Beispiel, ob es sogenannten unerlaubten Verkehr gibt, also beispielsweise ein Butterbrot zu stecken konnte das sein, oder Liebesbeziehungen zwischen sowjetischen oder polnischen Zwangsarbeitern, deutschen Frauen. Wenn das geschah und die Gestapo davon Kenntnis erlangte, dann waren die Folgen schrecklich für die Frauen und für die Männer. Die Frauen wurden erst öffentlich gedemütigt, dann der Gestapo übergeben und von der Gestapo in ein KZ verschleppt. Die Männer, wenn es also sowjetische oder polnische Zwangsarbeiter waren, die konnten von der Gestapo am Galgen hingerichtet werden. Und Friedrich Muskai hatte sich nicht nehmen lassen, persönlich an diesen Hinrichtungen teilzunehmen, die nicht hier im Hotel Silber stattfanden, sondern in der Peripherie in ganz Württemberg verteilt. Aber wie konnte die Gestapo von solchen sogenannten illegalen Verbindungen überhaupt erfahren? Wir haben hier das Organigramm gesehen, 250 Gestapo-Mitarbeitende etwa, in den Referaten ausländische Arbeiter ohne Ostarbeiter und mit sogenannten Ostarbeitern. Die sind relativ groß, aber trotzdem sehr überschaubar. Wie hätten die Menschen 250.000 Zwangsarbeitende überwachen können? Die Lösung findet sich hier an dieser Wand. Das sind alles Anzeigen, Denunziationen. Die Bevölkerung hat hier sehr intensiv mitgearbeitet. Aus dem Werkschutz, aus der Partei, aus Behörden, konnte auch anonym angezeigt werden und dann ermittelte die Gestapo. Das heißt, die Gestapo war keine isolierte Terrorbehörde, sondern eingebunden, institutionell und personell in die Gesellschaft. Nun zu unserem zweiten Beispiel. Schauen wir zunächst wieder auf den Tisch. Das ist immer die Erzählebene, in der das Handeln der Täter behandelt wird, fokussiert wird. Und wir haben hier einen ganz bürokratisch, akribisch, genau aufgeschlüsselten Erlass, unterzeichnet und verantwortet von Friedrich Muskai. Und es war der Auftakt der Deportation der jüdischen Bevölkerung aus Württemberg-Hohenzollern, die am 1. Dezember 1941 mit dem ersten Transport beginnt. Die Folgen hier an der Wand für die Verfolgten, Szenen aus Laupheim, in dem die dort ansässige jüdische Bevölkerung zusammengefasst wird, nach Stuttgart kommt und hier vom Killesberg aus mit dem ersten Transport etwa 1000 Menschen nach Riga kam. Und diese zwangsdeportierten, verschleppten Menschen waren in Riga in Eiseskälte schutzlos, Kälte und Krankheit ausgeliefert. Einige wurden gezielt erschossen, sodass von diesem ersten Transport von etwa 1000 Menschen nur ganz wenige unter 30 überlebt haben. Ich möchte die Aufmerksamkeit noch kurz auf dieses Fenster hier richten, einen Begriff, den man hier von drinnen gar nicht so gut sehen kann, von außen noch viel besser lesen kann. Dürft mal raten, Widerstand. Rettungswiderstand ist ein Begriff, den der jüdische Historiker Arno Lustiger geprägt hat für das Verstecken und Retten von Menschen, von Juden und Jüdinnen, die ansonsten ermordet worden wären. Und es gibt einige Beispiele, sehr wenige, aber immerhin gab es sie von Menschen, die den Mut hatten, Juden zu verstecken. Theodor Dipper ist einer von ihnen, Pfarrer Dipper, der gemeinsam mit anderen den Mut hatte, Juden zu verstecken, selbst zu verstecken oder Verstecke zu organisieren in der sogenannten Pfarrhauskette. Das ist interessant bei Theodor Dipper, weil er schon eine Vorgeschichte mit der Gestapo hatte, die ihn aber nicht davon abbrachte, dieses doch gefährliche Unterfangen zu unternehmen. Er war schon 1937 ins Visier der Gestapo geraten, hatte Redeverbot bekommen. Danach hatte er Mitchristinnen geschützt, die den Mut hatten, bei der Volksabstimmung nach dem sogenannten Anschluss Österreichs von 1938 mit Nein statt mit Ja zu stimmen. Er hatte sie geschützt und ist in der Folge selbst für einige Wochen im KZ Welzheim inhaftiert gewesen. Nach dieser ganzen Vorgeschichte hatte er noch den Mut, dieses wirklich äußerst riskante Unternehmen zu starten. Es wurde ihm postum dann mit der Medaille gelohnt von Yad Vashem, Gerechter unter den Völkern.
Wir wollen nun schon zum Ende unseres kurzen Rundgangs kommen und schauen uns an, wie es mit Friedrich Musgay weitergegangen ist. Gehen dafür in den Ausstellungsraum oder die beiden Räume, die Zäsur von 45 in den Blick nehmen. Ja, mit dem kurz vor Eintreffen der Alliierten haben sich die letzten Gestapo-Männer aus Stuttgart, das Hotel Silber, abgesetzt, sind untergetaucht, unter ihnen Friedrich Musgay. Und einige von ihnen, ungefähr 200, haben sich zu einer illegalen Untergrundorganisation zusammengeschlossen. Ein wahrhaftiger nationalsozialistischer Untergrund. Auch in dem Bestreben, vielleicht wieder Oberwasser zu bekommen und dann gemeinsam mit den Amerikanern gegen die Russen zu kämpfen. Diese Organisation mit dem Namen ELSA wurde aber enttarnt vom Geheimdienst und Musgay ist im Januar 1946 mit Kameraden verhaftet worden und hat sich im September 1946 hier in Stuttgart im Gefängnis in der Weimarer Straße das Leben genommen. Er hat einen Abschiedsbrief hinterlassen an seine Frau und an seinen Sohn, aus dem ich jetzt wörtlich zitieren möchte. Es wird mir vorgeworfen, dass ich Befehle erteilt habe, einige Personen zu töten. Ich versichere mit gutem Gewissen, dass ich niemand einen solchen Befehl gegeben habe. Aber man glaubt mir nicht. Auch für die Exekution der Polen soll ich nun verantwortlich sein. Das waren die Zwangsarbeiter, die wir gerade eben betrachtet haben. Aber obwohl diese auf Befehl von Berlin durchgeführt werden mussten, schließlich für verschiedene Vorkommnisse in den Lagern, von denen ich keine Ahnung habe. Wenn ich mir vorstelle, dass ich soll noch jahrelang eingesperrt sein. Seelisch kann ich es nicht mehr tragen. Ich möchte aber die Führung, den Rundgang nicht mit Friedrich Musgay beenden, sondern am Schluss nochmal auf Lina und Alfred Haag zurückkommen. Alfred Haag kam aus dem KZ. Er wurde dann zur Wehrmacht beordert, an die Ostfront versetzt, kam in sowjetische Kriegsgefangenschaft und kehrte von dort 1948 heim. Er setzte sich dann mit aller Kraft für die Belange der ehemals politischen Verfolgten ein, für die Erinnerungsarbeit in Dachau. Schöne Grüße an die Gedenkstätte in Dachau. Lina Haag schrieb ihre Geschichte auf, veröffentlichte diese 1947 in dem Buch Eine Handvoll Staub, ein sehr lesenswertes und berührendes Buch. Sie wurde 105 Jahre alt und starb im Jahr 2012. Und ich verabschiede euch jetzt im letzten Raum der Ausstellung. Gibt es denn eigentlich Fragen oder Kommentare? Okay, bisher gab es keine. Vielleicht muss das auch alles erstmal ein bisschen sacken. Und ich lade euch ein, vielleicht nochmal die Führung anzuschauen. Bei Facebook wird die gleich noch eingestellt. Und dann kann man auch gerne im Nachgang nochmal kommentieren oder Fragen stellen. Und so es uns möglich ist, gehen wir sehr, sehr gerne darauf ein. Ich bedanke mich herzlich, dass ihr dabei wart und wünsche noch einen schönen Sonntag.